So, Freunde, jetzt lass mal ein bisschen Tacos. Wir sind ja in Mexiko. Wir probieren jetzt. Ey, Bruder! Guck mal, die Männer da unten. Du sagst wie ein Tippi. Bruder, ich nett war. Ich werde jetzt diese Donuts probieren. Hast du mit mir diese Donuts? Ich habe meine Cola in meiner Nase hochbekommen. Das hat richtig gekribbelt. Ich danke dir dafür auf jeden Fall. Aber warum? Findest du es nicht auch toll, dass ich hier im Bikini Auto fahren kann? Das ist erstmal. Ich finde das grandios. Was ist denn mit diesen Donuts, Sophia? Ich weiß nicht, ich glaube, die sind super toll. Ich sehe die andauern. In welchen Videos siehst du die denn so? Ich habe die noch nie gesehen. Du hast die noch nie gesehen? Leute, ihr habt doch safe schon mal Krispy Kreme Donuts gesehen. Ich wollte die schon immer probieren. Könnt ihr die Kommentare schreiben, ob ihr die schon mal gesehen habt? Ich wollte die schon immer probieren und jetzt habe ich sie einfach gesehen im Supermarkt. Ich dachte immer, die haben so. Nein, ich dachte immer, die haben so einen Laden, so wie Dunkin' Donuts. Dachst du, du findest die eher in der Apotheke? Nein, ich dachte, die haben einen Laden, so wie Dunkin' Donuts. Okay, dann leg los. Pack aus den Lachs. Aber darf ich den fetten Fettsäpfel? Nein. Sieh diese Packung nicht auf, ich bin zu dumm. Ja, Sophia, diese Packung nicht aufbekommen hat. Die ist aber auch wirklich scheiße eingepackt. Ist wirklich richtig fett. Oh, okay, die sehen richtig fettig aus. Fast so fett wie deine Hände sehen die aus. Oh nein, ich mag so eine Donuts nie. Oh nein! Oh nein! Was machen wir jetzt, Sophia? Ich esse den. Oh, wie Gott, wir jetzt hier. Er hat gesagt, Gott beschütze euch immer. Eine Ewigkeit später. Ich möchte mal ganz unauffällig zeigen, wie klein Mexikaner sind. Aber die Leute wissen noch gar nicht, wie groß du bist. Doch, muchachas. Ich bin 1,60? Knapp, 1,59. Und alle Menschen sind hier so klein. Das ist richtig toll, das ist richtig. Auch die Männer sind auch so klein. Wir haben jetzt hier gerade Eintrittsmänner bekommen für Strandbad Wannsee. Viel Spaß. Aber wir sind gerade ein bisschen verwundert, weil Lagune, man stellt sich so ein bisschen was, weiß ich nicht, was Lagune ist. Tropisches Vor, ja. Es ist einfach ein See, Leute. Es ist einfach ein See, weil Süßwasser ist für die anscheinend eine Lagune. Wir gehen jetzt rein und dann sammeln wir ein paar Leute zusammen, damit wir auch ein Boot voll kriegen. Dann warten wir jetzt hier ein bisschen. Hier ist nämlich alles gemütlich und alles langsam. Wir sind in einem ganz kleinen Dorf. Und dann scheppern wir über die Lagune, die eigentlich einfach nur ein See ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine Lagune überhaupt ist, aber... Es ist einfach ein See. Wir sind 3 Stunden. Also ich meine, es ist ein schöner See an einem schönen Ort, aber es ist einfach ein See, Leute. Wir sind hier 2 Stunden hingefahren. Aber warte mal, ganz kurz. Soll ich nicht einmal die Bilder im Internet einblenden? Sehen die anders aus? Ich habe die ganz schön. Die Bilder im Internet waren ganz anders. Sah aus wie die Bahamas. Die Bilder im Internet haben uns die Bahamas versprochen. Wir haben Strandbad Wannsee sauber bekommen. Aber wir haben trotzdem gute Laune, uns wird trotzdem lustig, uns wird trotzdem cool. Und wir sollten uns mal Gedanken darüber machen, dass wir einfach kein mehr mexikanisches Geld mehr haben. Wir haben nur noch Dollar. Das heißt, wenn wir tanken müssen, bleiben wir stehen. Es hat gerade einfach angefangen zu regnen, Leute. Durch die Kamera sieht das richtig aus. Es ist auch hübsch hier, aber wir haben eine Lagune erwartet und es regnet. Jetzt haben wir gerade auf den Wetterbericht geguckt. Ist einfach nur perfekt. Besser geht's eigentlich gar nicht, weil ich wollte sowieso duschen. Deswegen ist eigentlich super. So, Freunde, wir futtern jetzt hier was ganz typisch Einheimisches. Einmal Sophias hier ein bisschen Limo geholt. Reis, Bohnen, wir haben die püriert bekommen. Ich habe keine Ahnung wieso, vielleicht dachte der Typ, wir haben keine Zähne. Guacamole und Tortilla-Chips. Die machen die immer selber aus Tortillas hier. Deswegen haben die immer alle lustige Formen. Es war eine Wolke draußen. Eine Wolke und deswegen haben wir kleinen Drecks-Europäer. Wow. Uns darüber beschwert, wie es hier aussieht. Wir sind so eine Drecksmenschen. Das ist so schön. Das ist so eine kleine Mixer. So naja, sieht hier aus wie der Wannsee. Ich habe gerade gesagt, sieht hier aus wie der Wannsee. Guck mal, wie schön das ist, Leute. Wow. Ey, wir machen diese Boots zu 100%. Wow. Schau mal, hier ist kein Video. Was machen wir? Jetzt Schwimmwesten, damit Sophia auch nicht untergeht im Wasser. Schaut euch mal an, wie dieses Wasser aussieht. Ich habe einfach gesagt, es sieht aus wie der Wannsee. Ich will mir selber eine Backpfeife geben. Was war, wenn so, Freunde, die allerschönste Aussicht, die es hier gibt, ist Sophia, aber ich zeige sie euch nicht. Haha. Aber was ihr noch hier Schönes sehen könnt, weil ihr Sophia leider nicht sehen könnt, ich kann euch noch diese tolle Insel zeigen, Freunde. Das nennt man die Vogelinsel. Eingezäunt und eingesperrt, damit die Leute die Vögelchen nicht ärgern. Und jetzt ist Sonne rausgekommen. Jetzt guckt euch dieses Wasser an. Luis, wir lieben dich. Der kleine Bauer da, der ist ganz aufgeregt, weil seine Härchen im Wasser sind und er läuft die ganze Zeit von links nach rechts auf dem Boot. Streichelt. Nein, er springt nicht ins Wasser. Seht ihr die ganze Zeit? Wow! Ich hab gesagt, wir sollten unbedingt diese Vögel mit ins YouTube-Video nehmen. Das ist die Vogelinsel. Das ist die Vogelinsel und da sind Vögel, ja. Aber
alle dürfen keine Menschen bauen. Da dürfen Vögel raus, wenn die Vogel sind. Leute, es sind einfach schwarze Wolken draußen und sieht einfach trotzdem immer noch wunderschön aus. Leute, schaut euch mal an, wie klar dieses Wasser ist. Wenn wir gleich nicht filmen, wenn wir auf dem Boot sind, dann liegt es daran, dass ich Angst habe, weil es wirklich so ein Klapperboot ist, dass Handy ins Wasser fällt. Leute, schaut euch, man kann bis da hinten stehen und laufen. In Mexiko gibt es garantiert Papageien, wir werden bestimmt noch welche sehen. Aber ich glaube nicht auf dieser Insel. Auf jeden Fall die Logik. Jetzt hier, wo wir schwimmen, dürfen wir unsere Westen ausziehen. Aber weißt du was, man kann ja auch stehen, deswegen wahrscheinlich. Freunde, wir sind jetzt hier ein bisschen swimming in the water. Seht ihr das Wasser? Die Farbe, es ist einfach türkis, Leute. Es ist türkis. Das ist so schön. Und es ist bewölkt. Ja, das Wasser leuchtet einfach richtig. Und der Bikini leuchtet auch richtig im Wasser. Müsst ihr euch vorstellen, wie ich, Sophia ist die ganze Zeit am Gackern und richtig glücklich, weil sie einfach Wasser liebt. Du siehst die ganze Zeit so, ja! Ja! Sie läuft durchs Wasser und ist so, ja! Man kann hier auch einfach spazieren. Gar nicht, überhaupt gar nicht tief. Das ist richtig toll. Das ist auch richtig toll, dass es eine Beschwerde geben wird wegen Urheberrecht, wegen dieser tollen Musik. Aber ist egal. About to know. Aber welche? Jetzt gibt es zwei verschiedene. Die können uns gleich doppelt verklagen. Doppelt nerven. Wir gehen alleine, weil die Raubkatzen warten nur darauf, von uns gefunden zu werden. Sophia ist übrigens, wie alt bist du? 20 Jahre alt? 22 und geht, will im Gym. Entschuldigung, du bist so viel älter. Ich habe kennengelernt mit 40. Jetzt ist ein bisschen die Sonne rausgekommen, seht ihr, wie hell es ist? Toll. Ich könnte den ganzen Tag stehen und einfach diese Farbe von diesem Wasser gleich laufen. Spazieren. Es ist auch einfach warm. Ich verstehe nicht wieso, weil es mündet im Meer. Es ist aber einfach warm. Sag mal, die Temperatur ist Badewannentemperatur. Ja. Das wäre so deine Badewanne. Ja, so deine Badewasser. Nee, mein Badewasser ist richtig heiß. Echt? Aber dein Duschwasser, wie geht das dann duschen? Ja, aber duschen ist was anderes. Bei der Badewanne gewöhnst du dich dran. Du machst schon mal heißer rein und machst wie eine Suppe. Für Baden habe ich gar keine Geduld. Ich liebe Baden. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerne badet, Freunde. Ich kann da nicht so lange stillsitzen. Ich bin der festen Überzeugung, meine lieben Freunde, dass Luis das entspannteste Leben auf der ganzen Welt führt. Das ist gerade sein Job. Er liegt da. Ja, ich will auch Luis sein. Er liegt da und chillt einfach richtig hart sein Leben. Cool ist er denn. So, Luis hat jetzt hier die Treppe eingepackt. Das ist schon lustig. Und jetzt geht's weiter. Boah, ich glaube, es wird gleich richtig kalt werden mit dem Wind. Es ist richtig kalt jetzt. Das ist schön. Eigentlich packt immer auch diese Weste. Einfach für die Wärme. Du hast die große jetzt genommen, war du Arschloch? Ja, die lag bei mir auf dem Boden. Ja, genau, Sophia. Du bist ein Westendieb, bist du. Deine geht wenigstens zu. Siehst du? Schön, dass du mit Absicht geklaut hast. Du hast es geplant. Boah, krass, ich bin voll braun. Echt? Jetzt sehe ich es erst gerade. Du bist seit Winter unterwegs. Natürlich bist du braun. Ich bin seit November unterwegs. Ihr wisst nicht, Sophia, ich weiß, ihr seht sie nicht, aber Sophia ist einfach überall richtig braun. Außer ihr Gesicht ist einfach weiß geblieben. Irgendeinem von euch ist auch so, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob bei irgendeinem von euch irgendwelche Körperteile schneller dunkel werden als andere. Oder ob Sophia einfach ein Krüppel ist. Ja, du kleine Kolumbianerin. Hallo, ne vamos, Luis. Wohin geht's jetzt, Luis? So, Freunde, der Tag ist vorbei. Das Video ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video.